An diesem Tag kam er nicht nach Hause. Morgens rief man mich an und sagte, mein Sohn würde auf der Intensivstation liegen. Mit 15 Jahren zu einem Invaliden zu werden, ist für jeden schrecklich. Es ist so, als würdest du dein ganzes Leben verlieren. Diese Menschen haben keine Hoffnung. Das sind verurteilte Menschen. Gäbe es Gott nicht, würde dieser junge Mann keine Chance haben. Lieber Freund, heute möchte ich die Geschichte eines jungen Mannes mit dir teilen. Im Alter von 15 Jahren geriet er in einen tragischen Unfall, welcher ihn buchstäblich in den Rollstuhl versetzte. Doch Gott kam in sein Leben und vollbrachte ein Wunder. Das war im Jahr 2008. Ich war da 15 Jahre alt. Abends waren wir mit dem Auto unterwegs und sind mit einer hohen Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren. Wir sind dann aus der Kurve gerutscht und haben uns überschlagen. Wir gerieten in einen Unfall. Alle sind mit ein paar Kratzern davon gekommen. Doch mich hat es am härtesten getroffen. Ich saß da auf der Rückbank. Man hat mich dreimal am Schädel operiert. Ich habe da jetzt eine Narbe. Man entfernte mir einen Teil des Schädels. Er erlitt einen Schlaganfall, woraufhin seine linke Körperhälfte gelähmt war. Mein Kind stand zwischen Leben und Tod. Als Resultat des Unfalls erlitt Eugen Verletzungen, die sein Leben enorm beeinträchtigt haben. Die Ärzte gaben alles, um das Leben von Eugen zu erhalten, doch die Überlebenschancen waren sehr gering. Das war eine schwere Operation. Danach lag ich im Koma. Mein Sohn lag 21 Tage lang im Koma. Die Ärzte meinten, sie wüssten nicht, wen sie retten sollten, meinen Sohn oder mich. Denn mein Herz wurde gebrochen. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden konnte und wie ich mein Kind retten konnte. Als ich im Koma lag, führte man ein Tracheostoma ein. Davon blieb auch eine Narbe übrig. Man entfernte Flüssigkeit aus meiner Lunge. Durch eine Röhre ernährte man mich auch. Ich erinnere mich jedoch nicht daran, da ich im Koma lag. Ich habe davon nichts mitbekommen, nur die Narbe ist übrig geblieben. Das Koma ist eine der Arten von Bewusstseinsstörungen, bei denen der Kontakt zur Außenwelt und die geistige Aktivität des Patienten völlig fehlen. Dieser Zustand ist so tief, dass der Patient auch mithilfe intensiver Stimulation nicht aus dem Koma herausgeholt werden kann. Ein Mensch kann dabei für immer behindert werden. Als die Ärzte ihn schon auf ein normales Zimmer verlegt haben, habe ich gesehen, dass nur ein paar Augen auf mich schaute. Er hatte eine Muskeldystrophie. Er konnte weder sprechen noch sich bewegen. Als er mich wiedererkannt hat, lief ihm eine Träne die Wange herunter. Wenn du gelähmt bist, hast du das Gefühl, dass du nichts machen kannst. Du spürst dann nur dein Gesicht. Wenn deine Nase dann juckt und du sie nicht kratzen kannst, verstehst du, dass du ein großes Problem hast. Du liegst dann einfach da und weinst. Und du kannst es auch niemandem sagen. Ich bin zu meinem Kind auf die Intensivstation gegangen und dort lag nur ein Körper, der völlig demoliert war. Die Augen waren verschlossen. Ich musste dabei daran glauben, dass er das überlebt. Ich lag da wie ein Stück Fleisch. Ich konnte mich nicht bewegen und auch nicht sprechen. Ich sah alles und habe alles wahrgenommen, konnte aber dennoch nichts machen. Ich war einfach hilflos.
Dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen. Es ist grauenvoll. Ich habe mich an seine Kindheit erinnert, als ich noch seinen Kopf gestreichelt habe. Ich wurde mir einfach bewusst, dass er mit seinen 15 Jahren sein Leben neu beginnen musste, wie ein Monat alter Säugling. Er musste alles neu erlernen. Die ersten Schritte, die ersten Worte wiedererkennen. Er musste das Sprechen, das Gehen und das Denken neu erlernen. Und das nach diesem tragischen Unfall. Anderthalb Monate später hat man Eugen in einem Rollstuhl nach Hause entlassen. Das war schon ein anderes Leben. Ich war ein Mensch, der nur im Rollstuhl sitzen konnte. Meine linke Körperhälfte war gelähmt. Mein Arm war in einem 90-Grad-Winkel. Das heißt, ich konnte mich nicht abstützen und normal aufstehen. Ich hatte auch keine Kraft, mit Krücken zu gehen, da mein Körper nach dem Koma sehr schwach war. Das fiel mir sehr schwer. Ich konnte nicht einmal gerade stehen und das Gleichgewicht halten. Deshalb saß ich ab da an einem Rollstuhl. Die Ärzte sagten, wir haben mit der Operation und den Medikamenten zu 50% geholfen. Jetzt sind sie auf sich gestellt. Eugen und ich sind dann nach Hause gekommen und er saß im Rollstuhl. Als seine Freunde dann vorbeikamen, hat er gesehen, dass niemand ihn in solch einem Zustand brauchen würde. All meine Freunde haben mir den Rücken gekehrt. Niemand hat sich mit mir unterhalten. Nur meine Familie hat zu mir gestanden. Ich hatte nur noch meine Familie. Wisst ihr, ich wurde mir bewusst, dass ich nicht gehen kann, dass ich ab jetzt ein Invalider bin und dass die Ärzte mir schon so gut sie konnten geholfen haben. Ich konnte mich nur noch auf ein Wunder verlassen. Man hat mir einen Behindertenausweis ausgehändigt und das für mein Leben lang. Ich hatte Angst, dass ich selbst noch im hohen Alter im Rollstuhl sitzen muss. Es ging so weit, dass ich zu meiner Mutter sagte, so ein Leben brauche ich nicht. Ein Leben nur im Bett. Hier wurde eher der seelische Schmerz größer. Er bekam Depressionen. Er sagte, Mama, ich will so nicht mehr weiterleben. Ein Leben lang nur im Rollstuhl zu sitzen, das macht keinen Sinn. Eine Nachbarin kam vorbei, um uns zu besuchen. Sie erfuhr von dieser Tragödie und sagte, es gebe das geistliche Zentrum Возрождение. Sie erzählte, dass sie aufgrund von Krebs im Sterben lag, woraufhin man sie dorthin eingeladen hat und sie dort ihre Heilung bekam. Wenn du bettlägerig bist, greifst du nach jeder möglichen Chance, wieder aufstehen zu können. Ich war ja noch jung und das ganze Leben lag noch vor mir. Ich wollte aktiv sein und leben. Deshalb habe ich an jedem Glauben festgehalten. Ich habe gehört, dass man in dieser Gemeinde geheilt werden kann. Und ich habe dem geglaubt. Ich sagte, lass uns das probieren. Warum nicht? Als wir mit unserem Plakat in den Eispalast gegangen sind, war ich sehr aufgewühlt. Ich war ganz aufgeregt, weil wir jetzt gleich mit etwas Unsichtbarem, doch zugleich Mächtigem in Berührung kommen würden, das einen heilt. Wenn irgendein unreiner Geist, ein Dämon, einen Menschen in den Rollstuhl setzen kann, wenn ein Dämon einen Menschen an Krebs erkranken lassen kann, dann hört mir zu, ist der allmächtige Heilige Geist um einiges größer und stärker und kann diesen Krebs heilen. Amen. Halleluja. Er kann den Menschen aus dem Rollstuhl hochheben.
Als wir mit unserem Plakat dort standen, wo die Schwerkranken waren, lag neben uns ein junges Mädchen, das bettlägerig war. Man hat sie auf ein Aufklappbett gelegt, da sie nicht sitzen konnte. Wir haben gesehen, dass Apostel Wladimir für sie gebetet hat. Und vor unseren Augen konnte sie aufstehen und gehen. Ich habe dieses Wunder gesehen, wie sie geheilt wurde. Deshalb wusste ich, dass Gott auch uns berühren wird. Im Namen Jesu, seid geheilt. Seid geheilt. Ich bitte euch, legt jetzt eure Hand auf die kranke Stelle. Ohne jeglichen Zweifel. Im Namen Jesu sollt ihr euer Wunder, eure Heilung annehmen. Im Namen Jesu habt ihr bereits jetzt Veränderungen verspürt, weil Gott euch geheilt hat. Halleluja, Herr. Halleluja. Der Heilige Geist wirkt gerade in deinem Körper. Er erfüllt gerade deinen Körper. Er erfüllt dich gerade. Natürlich bekam ich Glauben. Die Ärzte sagten mir, ich würde mein Leben lang auf meinen Rollstuhl angewiesen sein. Doch hier sehe ich, dass wenn man voller Glauben zu Gott betet, er einen heilt. Das heißt, er wird auch mich heilen. Apostel Wladimir fing an, für Menschen mit tödlichen Krankheiten zu beten und ging zu Eugen. Nachdem wir nach dem Gebet zu Hause angekommen sind, waren wir voller Freude. Die Seele war voller Freude. Und nur einige Tage später ist mein Sohn aufgestanden und fing an zu gehen. Erst konnte ich meinen linken Arm wieder bewegen. Alles passierte sehr schnell. Auf einmal war mein Arm wieder gerade. Ich fühlte mich sehr gut. Mein Oberkörper war wieder funktionsfähig. Sofort wollte ich mit meiner Mutter Kartoffeln schälen. Nach all dieser Zeit konnte ich wieder Kartoffeln schälen. Er konnte seine Arme und Beine wieder bewegen. Er brauchte die Schienen nicht mehr. Das Bein, das im 90-Grad-Winkel war, wurde wieder gerade. Mein Sohn fing an, auf der Couch im Sitzen erste Gymnastikübungen auszuführen. Er hat Hanteln gehoben und auch seine Beine gehoben. Er hat seine Muskeln trainiert. Bald werde ich wieder gehen, dachte ich. Als ich anfing zu gehen, bin ich mit meinem linken Fuß erst einmal mit meinen Zehenspitzen aufgetreten, was sehr schmerzhaft war. Aber ich konnte wieder gehen. Ich hatte das Gefühl, hurra, ich kann wieder gehen. Ich bin dann ins Geschäft gegangen. Ich bin viel herumgegangen und habe mich gefreut. Denn wenn du ein halbes Jahr lang vom Gedanken gequält wirst, dass du nicht mehr gehen kannst, und du dann doch wieder gehen kannst, genießt du diesen Moment in vollen Zügen. Wenn alle mit dem Bus gefahren sind, wollte ich zu Fuß gehen, weil ich das sehr genossen habe. Einen Monat nach dem Gottesdienst waren wir wieder bei den Ärzten für die geplante Operation. Eugen ist mit seinen eigenen Beinen dorthin gegangen. Er stand da als ein kräftiger und gut trainierter junger Mann, auf seinen eigenen zwei Beinen. Er sah überhaupt nicht aus wie ein eingeschränkter Mensch, sie waren erstaunt. Als ich im Krankenhaus angekommen bin, waren sie erstaunt. Sie sagten, wow, du bist mit deinen eigenen Beinen gekommen, wir freuen uns für dich. Das ist ein Wunder Gottes, meinte ich. Als sie das MRT aufgenommen haben, haben die Ärzte das Konsilium versammelt. Als sie auf die Aufnahmen geschaut haben, waren sie erstaunt. Denn nur die Nervenenden eines Säuglings hätten so schnell verwachsen können. Doch nicht die eines 15-jährigen Jungen. Sie haben dann die Operation abgesagt, da sie meinten, es wäre ein Wunder Gottes geschehen. Sie haben sich mit uns gefreut und uns gratuliert. Sie meinten, Gott hat ihren Sohn in der Tat geheilt. Das ist ein wahres Phänomen. Die Zellen wurden wiederhergestellt und die Operation wurde abgesagt. Das ist eine wahre Sensation. Die Ärzte waren geschockt. Ein 15 Jahre alter Junge bekam neue Knochenzellen im Schädel.
Die Ärzte mussten keine Kappe mehr einsetzen. Alle waren erstaunt, denn niemand hat jemals von so etwas gehört. Das spricht wirklich davon, dass das der allmächtige Gott war. In der Medizin nennt man das Phänomen. Im Körper vom 15 Jahre alten Eugen sind neue Knochenzellen entstanden, wie im Körper eines Säuglings. Im Konsilium entschieden die Ärzte dann, die Operation abzusagen. Das ist unerklärlich. Das hätte nur Gott vollbringen können. Mit 19 Jahren habe ich angefangen, im Supermarkt zu arbeiten. Obwohl man dort keine Arbeiter mit Behinderungen einstellt, hat man mich aufgenommen. Ich wollte mich selbst prüfen, zu was ich fähig war. Er hat seinen Behindertenausweis versteckt, man hat ihn als arbeitsfähigen Mitarbeiter eingestellt und er konnte alles machen. Er hat unter anderem als Kellner und als Möbelpacker gearbeitet. Es sollte nicht so schwer sein, aber dennoch sollte ich den ganzen Tag auf den Beinen sein. Ich war sogar ein Möbelpacker. Vor dem Unfall hatte er den Traum, in einem Film mitzuspielen. Ich sagte, du hättest doch in einer Schauspielakademie studieren müssen und ein Diplom bekommen. Er hatte aber das Talent dazu und er meinte zu mir, Mama, ich bin kein Invalider, ich werde in einem Film mitspielen. Mit 20 Jahren ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe in einem Kurzfilm mitgespielt. Alina! Alina! Meine Blume, ich liebe dich. Noch einer. Fünfzehn Jahre später sage ich, hurra, ich bin ein glücklicher Mensch. Heute bin ich vollkommen gesund und habe keine Einschränkungen. Ich fahre Fahrrad, laufe. Und durch diesen Unfall bin ich zu Gott gekommen. Ich habe gute, gläubige Freunde und gehe in die Gemeinde. Ich bin glücklich. Ich bin eine glückliche Mutter. Für mich ist das das wahre Glück. Jeden Tag, wenn wir spazieren gehen, freue ich mich mit ihm, dass er gesund ist und dass er mir in allem hilft. Bei all meinen Vorhaben. Er kann normal denken und mir helfen. Gott hat ein riesiges Wunder vollbracht. Ich bin ein vollkommen gesunder Mensch. Hinter allem steckte Gott, der mich heilen wollte. Ja, die Narben sind noch geblieben und werden auch nicht gehen. Narben sind nun mal Narben. Mit ihnen kann man aber leben und glücklich sein. Gott hat ein wahres Wunder mit meinem Sohn vollbracht. Gott schenkt seine Heilung durch die Hände von Apostel Wladimir. Ich würde sagen, das ist mein geistlicher Vater, mein Mentor und Lehrer. Das ist ein wahres Wunder in meinem Leben. Die Geschichte von Eugen beweist uns, dass das ein wahres Wunder ist. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ich als geistlicher Diener habe schon viele Wunder gesehen. Doch diese Geschichte hat mich besonders gerührt. Das, was Eugen widerfahren ist, ist ein riesiges Wunder Gottes. So etwas kann nur Gott vollbringen. Ein einminütiges Gebet von Apostel Wladimir vollbringt das Unerklärliche. Menschen können ohne Gehhilfe gehen und stehen aus dem Rollstuhl auf. Tumore verschwinden und Flüche werden gebrochen. Die Menschen erhalten dadurch ein vollkommen neues Leben. Ich möchte jedem Partner danken. Heute unterstützt ihr den Dienst von Apostel Wladimir und Viktoria Muntjan. Und damit unterstützt ihr das Werk des Heiligen Geistes auf der ganzen Welt. Liebe Freunde und Partner, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit und Liebe für jeden von euch. Danke für eure Gebete. Wir segnen euch und eure Familien. Möge der Frieden Gottes eure Herzen erfüllen. Dieser wunderbare Summit wurde zur Antwort für Millionen von Menschen. Der Dank euch ausgestrahlt werden konnte, liebe Partner. Das war nicht nur ein Summit, sondern die Ausgießung seiner Herrlichkeit in den Saal und auf jeden, der weltweit online teilgenommen hat.
Unzählige Menschen haben die echte Berührung Gottes erlebt. Sie wurden geistlich wiedergeboren und unzählige Menschen wurden geheilt von Krankheiten und befreit von Todesurteilen. Unzählige Menschen standen aus ihren Rollstühlen auf. Jeden Tag erreichen uns Zeugnisse der Herrlichkeit Gottes. Wenn du noch kein Partner bist, rufe ich dich auf. Bete zum Herrn und triff die Entscheidung, ein Partner Gottes zu werden. Dank dir und deiner finanziellen Unterstützung kann die Vision, die Gott mir als Apostel gab, das Evangelium und die Kraft Gottes in jedes Haus auf diesem Planeten zu bringen, erfüllt werden. Ich segne jeden Menschen, der sich dazu entschieden hat, zu einem Partner Gottes zu werden. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir jeden von euch lieben. Wir beten für jeden von euch. Schreibe uns oder gehe über auf unsere Website, um zu einem Partner zu werden. Möge Gott euren Glauben stärken.